So, liebe Leute, weiter geht's mit Return to Moria. Willkommen zurück. Und wir haben hier gleich schon mal ein bisschen Ärger. Wir erinnern uns, beim letzten Mal haben wir erstmal das Ganze so ein bisschen versucht zu verstehen. Und jetzt haben wir die Aufgabe, hier zum Tor zu Durins Hochstraße zu gelangen. Aber hier sind Feinde. Zack. So, komm. Genau, hier vorne bin ich das erste Mal gestorben. Haben wir einen schweren Schlag eigentlich? Tatsächlich. Oh, krass, okay. Aufgeladener Schlag. Moosbeeren, Stein. Können wir noch ein bisschen was nehmen? Sehr schön. Die Hochstraße ist versperrt. Okay. Dann nehmen wir trotzdem mal mit, was da ist. Können wir hiermit? Können wir nichts anfangen? Kann ich mit dem sprechen, ohne angegriffen zu werden? Ja. These shadow vents are almost as bad as those cursed runes. Evil curses. Evil. Highway blocked. Must find another way east. Maybe we can get into the old mines. Find a way back onto Durin's highway from there. Ah! Mines are close. Dig through. Find where to dig through. All right. I'll find the right spot to dig a shortcut to the mines. Let's catch up again in there, friend. Ah! In the mines. Ah! Okay. Bereite dich auf die lange Finsternis vor? Warte mal, was soll das denn jetzt heißen? Es ist so schon ziemlich finster hier. Der leere Raum. Alles gut. Okay, gut. Sie sind ja doch relativ harmlos, würde ich sagen. Wir schauen nochmal kurz. Standfackel, was brauche ich denn dafür? Würde ich nämlich sagen, bauen wir mal eine. Die geht auch sofort an. Okay. Und die scheint sich auch nicht zu verbrauchen, so wie es aussieht. Und ich denke, die hilft mir, hier so ein bisschen besser durch die Dunkelheit zu kommen. Muss ich nochmal eben schauen. Wir haben ja oben die Minimap. Was ist das denn hier? Genau, hier geht's durch. Müssen ja irgendwie da jetzt rüberkommen. Ein Weg zum Graben, hieß es. Ja, wir sammeln mal, wenn es noch geht. So, da vorne haben wir den Tunnel gegraben. Es ist abgestürzt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, kurzer Absturz, kann ja mal passieren. Schauen wir mal, wie häufig das hier noch passieren wird, aber unterbricht natürlich immer so ein bisschen den Spielfluss. Haut ab. Kommen die hier durch? Nee. So, jetzt müssen wir da hinten hingehen und schauen, wo wir graben können, um hier durchzukommen. Ich würde aber sagen, da wir sowieso gerade bei der Base sind. Warte mal, haben wir hier was gefunden? Nee. Schauen wir mal, was wir hier so erledigen können, denn wir haben ja auch jede Menge Krempel dabei. So. Öffne das mal, dann schauen wir mal eben. Es ist nämlich alles komplett voll. Das ziehen wir mal hier rüber, das brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen nicht 1000 Pilze. Wir sortieren das hier unten mal. So, ist okay, glaube ich, oder? So, da haben wir noch eine Fackel. Solange wir das andere nicht nutzen, ist das okay. Und dann würde ich fast sagen, stellen wir... Aber nochmal, gemischte Spieße.
Ah ja, hier haben wir das, was in der letzten Folge gesagt worden ist. Wenn die Kiste nah genug dran ist an so einer Werkbank oder in dem Fall die Feuerstelle, wird das automatisch als hast du gezählt. Was ich natürlich sehr gut finde. Ordentliche Mahlzeit. Rezeptliste. Schild, da haben wir es sogar. Feldhandwerk, okay. Schauen mal eben. Hautfetzen. Haben wir kein Hautfetzen? Das kann ich fast nicht glauben. Nee, sieht aber fast so aus. Wir räumen mal die 99 rüber. Auch die Kohle müssen wir nicht dabei haben. Stoffreste und so, falls wir mittendrin ein bisschen was basteln müssen. Ich weiß nicht ganz genau, wie weit wir jetzt, wir sollen uns auf die Finsternis vorbereiten. Da will ich auf jeden Fall Zeugs haben, womit wir es ein bisschen heller haben können. Schmelzofen, Steinlager, Kohlelager. Ach, das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ein Steinlager. Da haben wir nämlich ein Kohlelager, dann bauen wir hier die Steine hin. Wie verhält sich das damit? Reparaturstation hier, ja, das brauche ich auf jeden Fall. Steine erhalten, Steine einlagern. Okay. Das heißt, wenn hier jetzt noch Steine drin sind, diese hier beispielsweise, wie viel nimmt denn dieses Lager auf hier? 175, das ist ja ordentlich. Sehr gut. So, gib mal her. So, das kann ich nur essen, ja? Ich kann das nicht mitnehmen, sehe ich das richtig? Esstisch muss abgeräumt werden. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Der Tisch ist so riesig. Und ich kann jetzt aber da nichts im Voraus herstellen, was dann darauf liegt. Ich muss das essen, was da liegt. Und erst dann kann ich was Neues machen. Okay. Abgefahren. Aber kriegen wir schon hin. So. Reparaturstation, da haben wir es. Ach Gott, die ist ja riesig. Das machen wir so. Und jetzt bin ich gespannt, wie einfach das ist. Hier. Reparieren, dafür brauchen wir nur Metallteile. Oh, perfekt. Das ist ja unglaublich. Ja, danke. So, Leute, wir ziehen los. Was wollt ihr denn? Hadouken! Gib ihm. Boah, hat aber Glück gehabt. Achso, es kam der Hinweis von euch, dass ich das hier zumauern sollte. Also V ist immer Schnellplattform, okay. Und bei grob finden wir dann einfacher Türrahmen. Ich muss mal schauen, wie groß das... Kommen die da durch? Warte mal, wir machen es mal anders. Wieso haben wir eigentlich keine Spitzhacke? Gib das mal bitte, dankeschön. Das können wir doch bestimmt weghauen hier, oder? Oder nicht? Dauert das zu lange schon? Ich weiß nicht. Wir fügen ja Schaden zu. Ach nee, jetzt sehen wir es. Ach, wie schön das ist. Sehr gut. Ach, das ist die Axt. Genau, hau das mal weg. Ah, das ist super. Fantastisch. Jede Menge Steine, die brauchen wir auch, denn wir wollen hier neue Wände reinbauen. Nee. Oh, damit muss ich noch warm werden, hier mit dem... Guck mal, hier haben wir eine Steinwand, die können wir ganz normal dahin platzieren. Dann schauen wir erstmal, dass wir hier Tür reinbauen und dann eine weitere Steinwand. Geht das so? Eine einfache Tür haben wir... Ja,
Ach so, das ist ein einzelnes Ding. Einfache Tür ist nicht nur eine Tür. Okay, verstehe. Muss ich das abreißen oder kann man das nicht irgendwie Gebautes wieder entfernen? Oder ersetzen oder sowas? Drehen, Entfernung, Baumodus, X abreißen. Einfacher Türrahmen abreißen. Ah, jetzt haben wir es, okay. Abbrecken und jetzt einfache Tür. Ah, verstehe. Ja gut, wann man tatsächlich einen Türrahmen ohne Tür haben möchte. Ja, das müsste hier das Symbol. Ist ein bisschen verwirrend, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt kommen die hoffentlich nicht mehr so leicht durch. Sehr gut. Du hast da schon eine gute Waffe. So, jetzt ziehen wir wieder los. Wie ich schon in der letzten Folge sagte, wir können natürlich grundsätzlich Landfackeln bauen. Zum einen für Licht und zum anderen, um zu checken, wo wir schon gewesen sind und wo nicht. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt tatsächlich verbrauchen oder nicht. Es scheint nicht so, den wir ganz am Anfang gebaut haben. Müssen wir mal schauen. Aber einfach, um so ein bisschen mehr Licht hier zu haben und um uns besser zu orientieren. Was? Ach, meine Fackel, okay. Fackel, bau mal zwei. Geh mal auf die 5, genau, und hier auf die 1, okay. Oh, wie viele sind denn da? Was ist das denn? Kommt her. Hallöken. Hallöken. Ausdauer, Ausdauer. Weniger. Oh, er hat mich gleich. Heieiei. Warte mal, können wir mit der 8 ein bisschen Gesundheit regenerieren? Nee, ne? Wir haben gar nichts zum Gesundheit regenerieren. Doch das hier. Okay, immerhin. Okay, ich glaube, hier sind wir auch schon mal gewesen. Ja, genau. Können wir graben. Sehr schön. Das geht noch, oder? Schau mal kurz auf die Karte. Die sagt mir irgendwie gar nichts, ne? Bin ich da hinten möglicherweise noch gar nicht gewesen, dass mir hier nichts angezeigt wird auf der Karte?
nicht die Dinger hier oben denn eigentlich anmachen? Die hier? Nee. Da kommt Ärger. Ja, da fehlt noch ein bisschen Sound. Den haben wir. So, auch den haben wir. Nehme ich. Aber sicher sogar. Okay, in der Dunkelheit ist hier echt ein bisschen schwierig, irgendwas zu erkennen. Es ist auch nicht ganz klar. Oh, das ist gleich wieder Finsternis. Denn hier kann man graben. Das sind noch 192 Meter in diese Richtung. Da ist aber nichts weiter. So rein vom Dings her. Zu den Minen ist da unten. Geht's denn hier weiter durch? Ah, hier geht's schon mal nach oben. Kälte in der Finsternis. Das sieht mir nicht so aus. Das ist ja sehr verwirrend hier. Warte mal. Komme ich denn drauf, wo es hingeht? Im Grunde ist das ja ein großes Suchspiel, oder nicht? Ich sehe halt wirklich gar nichts, ne? Kann ich auch nicht graben. Hier gibt es bereits ein Licht, sehr schön. Hier hinten vielleicht irgendwo? Nee. Finster. Ah, hier. Nichts ist, Leute. Hier, wir haben's. Let's go. Ah, das ist toll. Wir finden unseren Weg. Kälte? Okay, warte mal. Haben wir denn hier irgendwie was... Brauche ich denn ein bisschen Metall? Ich denke, hier werde ich was finden. Sehr schön, denn Metall brauche ich für den Bau dieser Standfackeln. Holzstücke und Metallteile. Wollen wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwie fündig werden. Also, wenn es wirklich ideal läuft, leuchten die ganze Zeit, die Dinger. Und dann kann ich wenigstens grob erkennen, wo ich schon mal gewesen bin. Hier kann man nicht weiter graben. Wir schauen mal hier hinten an dem Ende. Auch nicht weiter. Na, was geht hier? Gar nichts? Hallo? Hab ich irgendwas? Nee. Hm. Zu den Minen, ja, das sagt er so einfach. Ey, ey, wer bist denn du? Komm mal her hier. Bist du alleine? Natürlich nicht. What? I need a better weapon for this.
Okay. Das scheint allerdings auch nicht der richtige Weg zu sein, außer ich finde... Warte mal, was haben wir denn hier? Holzstücke. Außer ich finde hier jetzt noch was, aber das ist auch nicht so okay. Möglicherweise ist das auch nicht richtig. Was haben wir denn hier oben eigentlich? Ach Leute. Denn ich entferne mich immer mehr. Ich hätte halt ganz gern Filter nach alle. Das ist eine merkwürdige Karte irgendwie. Türen, Suchgebiet zu den Minen. Erstes Licht. Okay, sehr schön. Das ist ja schon mal was. So, haben wir den nächsten Feind. So, wir schauen mal, ob wir hier oben doch noch was finden. Eieiei, ist das finster. Das war schon nah dran. Der Morgen dämmert sehr schön. Können wir ein bisschen was sehen vielleicht? Okay, dann gehen wir nochmal eben zurück. Und schauen nochmal. Damit muss ich noch ein bisschen warm werden mit der Wegfindung hier. Das ist alles sehr verwinkelt und sieht recht gleich aus. Was an sich erstmal nicht schlimm ist, aber wenn man dann natürlich den Weg nicht findet und man nicht genau weiß, warte mal, war ich hier schon oder nicht? Deshalb sind diese Bodenfackeln unheimlich wichtig. Feuerschale. Na, mach mal alles an, was geht hier. Wir wollen was sehen. Ach, hier. Super. Ja, jetzt schaue ich mir mal die Minimap an, denn die endet da jetzt und dann vermute ich mal, öffnet sich eine ganz neue... Ah nee, das geht weiter. Okay, gut. Dann habe ich es jetzt verstanden. Dann ist die Map durchaus auch nicht komisch. So, holen wir uns noch ein Heldenband. Inventar voll, alles klar. Sollen wir mal was essen? Können wir ja vielleicht mal... So, komm. Schlag dich durch. Da bin ich, ihr Ortus. Oh, I hear water behind this wall. Could be a shortcut to the mines. Time to dig. Time to dig. Naja, wir wollen erstmal kurz schauen. Bestimmt noch jede Menge Loot. Auf jeden Fall das Zeug hier, das wir noch kaputt schlagen können. Time to dig. Ah, schöner Sound. Was haben wir hier? Eine Schriftrolle? Was ist das denn hier? Zauberzeichen. Elbenzauber. Diese Runen sind die Zeichen des Zauberers Tarkun.
Hier steht geschrieben, die Magie der Elben ist stark hier. Ein Zauberer sucht nach Trein, Gandalf. Was denn jetzt? Die Order des Königs. Auf Befehl von König Durin dem Dritten ist dieser Bereich des Zirak-Zigil allen versagt. Wer sich ihm widersetzt, soll im Exil über seine Taten nachdenken. Ja, let's go, gehen wir rein, würde ich sagen. Geht das nicht auf? Würde man das nicht mit einer Axt machen? Nee, scheinbar nicht. Ah, schön. Schaut mal hier. Ah. A hidden elven cavern? Inside Khazad Dûm? Well, bust my granite. Da beiß mich doch der Grottenolm. Ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer vom Licht hier. Was haben wir hier noch? Kohlkopf, okay. Das bringt auf jeden Fall jede Menge neue Rezepte. There's something over there. There's something over there. Oh, schaut mal hier, die sind ein bisschen besser gerüstet. Isengard was better than this black pit. Yeah. This is all we got now. Hateful men won't have us. Muss ich jetzt wirklich gegen die alle kämpfen? Oder wie, oder was? Komm mal her, hier, mach mal auf. Diese Runen sind ein Zeichen des Zauberers Tarkun. Hier steht geschrieben, närrische, starrsinnige Zwerge und ihr Groll. Der Schatten ist hier. Schwächer scheut er doch den Elbenzauber. Kein Zeichen von Trein. Hm, okay. Pflanzboden. Einpflanzen. Okay. Was denn Inventar voll? 100% Haltbarkeit. Dann hau die doch mal raus. Hau die hier runter und dann können wir auch diese Statue nehmen. So nämlich. Was haben wir sonst noch, was auf jeden Fall weg kann? Komm, der eine Pilz. So viel Holz brauchen wir gerade nicht. Ich nehme lieber das und hab Bratapfelrezept. Ja, wir schauen erstmal kurz. Abkürzung zu den Minen. Was haben wir denn hier noch? Dafür brauche ich den Stahlhammer sogar, nicht nur den Eisenhammer. Ah, hier sind die Minen. Maybe we can get into the old mines. Find a way back onto Durin's highway from there. Schmiede eine Stahlspitzhacke. Warte mal, komme ich damit hier so nicht durch? Kann das sein? Ah, okay. Okay, ich frage mich jetzt, muss ich zurück zu meinem Camp oder kann ich hier einfach mein Lager aufschlagen? Oder wie verhält sich das? Too many brainless orcs around. No wonder Saruman made us better. Yeah. Not that men care. Chasing us away. Next goblin I see is getting his brain smashed. Ha ha! That's one more for me! Okay, Metallteile. Gib mal was. Aufschließen. Ich habe keinen Ork-Key. Was gibt's hier? Nee, keiner da? Okay. Fels, das ist nur Kohle, okay.
war das denn? Not enough meat and too many orcs. Orcish foals. All of them. Orks meiden das Elbenviertel. Die große Schmiede von Narvi. Da fehlt ein Zahnrad, so wie es aussieht. Hier ist eine Ersatzkurbel. An Elven Forge in an Elven Hall within Khazad-dûm? Must be rubble in my eyes. Das haben wir schon mal. Na, mach mal ruhig an. Kann hier ruhig ein bisschen heller sein. Dann seht auch ihr was. Schmelzofen ist kalt. Okay, okay. Hier. Finde eine große Schmiede, um diese robuste... Ah, okay, dann sind wir hier richtig. Alles klar. Okay, dann passt das. Das heißt, im Grunde sind wir jetzt auf der Suche nach so einem Zahnrad. Und nach Frieden suchen wir natürlich auch. So, das können wir schon mal machen. Hier haben wir ein bisschen Licht. Schaut mal hier, das sieht doch gleich ganz anders aus. Was wir jetzt allerdings brauchen, sind eben die Teile, um das Ding wieder in Gang zu bringen. Da haben wir Halbgoblins. Da oben fehlt ein Teil. Und hier drüben, soweit ich weiß. Mehr kann ich gerade nicht erkennen. Ah, hier haben wir es. Okay, warte mal kurz. Kriegen wir das so hin? Ich vermute mal fast nicht, denn... Nee, so kann er nicht springen. Okay, na, vielleicht geht's ja so. Vielleicht führt hier ja ein Weg nach oben. Im Dunkeln. Ah, perfekt. Na gut. Dann ist das doch sehr viel leichter, als ich dachte. Das hätten wir. Aber wir kommen schneller runter. Und das Teil hier drüben. Beschädigt. Okay. Wir aktivieren hier mal noch die Feuerschalen. Oh, wie die einfach so, einfach so reinkommen. So, hallo, wir sind Wölfe. Ja, wir sollen hierher kommen. Wir sollen hier irgendwas machen. Okay, ciao. Warte mal, wieso kann ich denn das da nicht hinbauen? Ja, das ist ja okay. Schaut euch mal an, wie viele Wölfe das sind. Ich habe keinen Molotow-Cocktail. Vielleicht verziehen die sich ja wieder. Ersatzrohr. Rezept für Schmiede gefunden. Ah, alles klar. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt im Grunde zurück... Ist das wirklich so? Wollen die so viele, dass man so viele Wege läuft? Oder könnten wir prinzipiell das nutzen, was hier so rumlungert? Da ist doch ein Rohr, oder nicht? Hier das Ding hier, oder nicht? Da haben wir es doch. Also, ich muss nicht alles zurücklaufen, aber das Rezept dafür haben wir. Möglicherweise bauen wir später so eine riesige Schmiede und brauchen dann eben die Rohre dafür.
hoffe, die Wölfe sind jetzt weg. Ansonsten müssen wir das ein bisschen ablegen hier und kämpfen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also bei diesen Goblins und Orks fehlt ein bisschen so ein Sound irgendwie. Die schreien ja offensichtlich, aber die geben kein Geräusch von sich. Das wäre schon für die Atmosphäre noch ganz nett. Die unterhalten sich ja sogar und alles, also ich denke, das sollte kein Problem sein. Jetzt bin ich gespannt, wie ich das da hochkriegen soll. Wie? What? Warte mal. Leg das mal ab, bitte. Achso, warte mal. Wir können das halbwegs live machen hier. So. Ich glaube, das reicht, oder? Okay, stark. Oh, es geht los. Was muss ich machen? Was denn jetzt? Oh, what? That's a whore. What? Come on, ein bisschen viel, oder? Das Schwert ist gleich durch. Was ist das denn? Ist ja noch einer. Was ist denn hier los? Komm her. Zack. Ich mich mal kurz erholen? Nee. Dafür ist das Kampfsystem nicht gemacht, ey. Was? Wo kommt er denn her? Gib mal irgendwas. Habt ihr irgendwas dabei, was mir was bringt? Münze, Münze, Saphir. Also. Was ist das denn? Mittendrin so ein Lama, so. Hi. Ich soll hier irgendwas spielen. Hau mal ab, bitte. Hat, also mal, ist das ein Witz jetzt, oder? Was ist das denn? Ich bin down. Liebe Entwickler, das Kampfsystem ist nicht gut genug für so viele Feinde. Nicht mal nah dran. Chef, wie wär's, wenn wir da 50 Orks... Das ist eine gute Idee. Und ein Lama. Ja, okay. Oh Mann, ey. Okay, aber wir haben neue Rezepte. Stahlbare nämlich. Dafür brauchen wir Eisenerz und Kohle. Das heißt, warte mal, was haben wir hier? Genau, die Sachen, die wir eingesammelt haben. Und die Stahlspitzhacke, dafür brauchen wir 3 Stahlbare. Elbenholz. Und verbergen? Ach Leute, keine Ahnung.
Haben wir hier noch irgendwas Sinnvolles drin? Ja. Ja, ich finde es schade, dass man so einen Braten nicht mitnehmen kann. Ich kann es nur essen. Ja, weil dann muss ich es nämlich auch nicht mitnehmen. Ne? Das macht natürlich keinen Sinn. Dann kann das erstmal raus. Und ich würde sagen, wir bauen erstmal... Wir bauen erstmal gar nichts. Wir müssen erstmal ein bisschen was sammeln. Reparieren. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal eine Axt. Ein bisschen Holz, ein bisschen Stoff, das kann schon mal nicht schaden für den Anfang. Irgendwas kommt doch da, oder nicht? Geh mal auf C, genau. Also in jedem Fall brauchen wir eine Fackel. Und für die Spitzhacke fehlt jetzt noch einmal Holz. Jetzt noch einmal Metallteile. Na, so ein paar Metallteile wären nicht schlecht. Dann könnte ich das... Ja. Achso, der Rucksack. Was brauchen wir dafür? Hautfetzen. Da müsst ihr leider dran glauben. Ach, warte mal, die droppen vielleicht nur Fleisch. Aber die Jungs hier haben Hautfetzen, ne? Genau, sehr schön. Rohstoffsammlung, hölzerne Truhe. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ne, den kann ich nur restaurieren, den kann ich nicht abbauen. Macht ja fast mehr Sinn, hierher zu ziehen, oder? Denn ich meine, hier haben wir genauso alles. Das ist ein bisschen näher dran an allem. Sind denn meine Fackeln noch da? Ja, sehr schön. Na, dann ist doch gut. Zeig mal her hier. Auch kein Metall dabei. Aber hier bestimmt. Da haben wir Metall. Sehr schön. Einfache Spitzhacke. Stellen wir her. Eisenvorkommen ist recht knapp, finde ich. Bisher zumindest. Außer aber ich habe irgendwo... ganz im speziellen Eisenvorkommen verpasst. Im Grunde war das einzige Mal, dass ich Eisen gefunden habe, das hier. Und hier bin ich hingeführt worden. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich da ewig reingrabe, ob dann da dann noch mehr herbekommt oder nicht. Aber für den Moment schauen wir mal hier oben. Ah, Gott. Ey, das sieht mir aber fast nicht so aus. Drop dich mal. Zeig mal her. Fels. Stein. Das scheint auch nicht kaputt zu gehen. Okay. Aber Fels können wir weghauen und möglicherweise ist ja dahinter dann noch Eisen. Auch hier ist Stein. Okay.
Das heißt, man kann sich leider nicht endlos hier durchbuddeln. Schade, schade eigentlich. Muss ich mal ein bisschen die Augen offen halten. Da. Da fehlt so ein Schrei oder irgendwas. Erstaunlich, wie schwach diese Axt ist. Schnittlauchsamen. So. Ah, hier, schaut mal. Ja, ja, nee, dann habe ich nicht richtig hingeschaut. Ist auch nur Kohle. Hm. Okay. So, wir sind bei Schlappheit. Das heißt, ich ziehe mich... Warte mal, wie spät haben wir es denn? Wir haben es Nacht. Okay. Nee, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein bisschen um, ob wir irgendwo Eisenerz finden, weil ansonsten jetzt direkt zurückzugehen bringt nichts, wenn da nochmal so viele sind. Ich brauche mindestens 2, 3 Schwerter. Und ich hätte halt ganz gern irgendwas zu essen dabei, was Gesundheit wiederherstellt, was ich aber zubereiten muss. Denn ansonsten könnte es sehr schwierig werden, wenn ich unterwegs nicht meine Gesundheit regenerieren kann. Was ist denn hier jetzt auf der 8? Schnittlauchsamen, okay. So, glücklicherweise haben wir ja schon überall die Bodenfackeln. Aber es fehlt mir so ein bisschen an Erz. Das ist eine Erzenssache. Das ist ja ein Riesenlabyrinth hier. Erz so eine Seltenheit hier? Kann das sein? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass das zur Grundmechanik gehört, hier Barren herzustellen und so. Ich muss auch gleich mal schauen, ob denn überhaupt mein Camp auf der Map zu sehen ist. Ich glaube nicht, oder? Sollen wir hier mal weitergraben? Was haben wir da? Nichts weiter. Okay, das ist soweit. Soweit so gut. Oh. Ja.
Hallo, hallo. Hi, jetzt. Gib mir das mal, genau. Die Schmiede könnten wir restaurieren. Ist aber Quatsch. Direkt um die Ecke haben wir so ein Ding. Also machen wir es so. Also die Vorkommen sind hier erschöpft. Mehr Erze habe ich bisher nicht entdecken können. Kehren wir erstmal zurück. Hier haben wir das Steinlager, hier haben wir das Kohlelager. 275 insgesamt. Verarbeitet Kohle. Ah, sehr schön. Mhm. Wieso treffe ich die Vögel denn nicht? Oh, dieses Kampfsystem! So, die haben wir. Hey, du Spacko. Also, scheint mir ein bisschen übertrieben zu sein. Zumal ich davon ja auch nichts habe. Die droppen ja nichts. Also, das dürften sie ruhig ein bisschen runterdrehen. Ich schaue später mal im Optionsmenü, ob man den Kampf irgendwie reduzieren kann, weil... Das fühlt sich halt nicht so an, als ob das auf Kampf ausgelegt ist. Das ist sehr... Die Belagerung ist zu Ende. Und das ging ja jetzt noch. Aber gerade eben diese 30 Feinde oder was, das... Weiß ich nicht. Da müssen die so ein bisschen am Kampfsystem feilen, dass man die Gegner wenigstens einzeln irgendwie anvisieren kann oder so. Das ist super basic und das geht auch. Aber da verstehe ich dann tatsächlich die Entscheidung nicht zu sagen, ja komm, hau mal 30 Feinde rein, weil das macht es irgendwie nicht besser. Mach mal noch einen Braten. Rohstoff, okay. Ach doch, dann habe ich das vielleicht vorher, habe ich vielleicht nicht genug Materialien gehabt, um das zu machen. Dann passt das ja auch. So, Eisenschwert. Wir brauchen, ja. Haben wir nicht. Ich muss losziehen und irgendwie Eisenerz finden. Oder wie, oder was? So, wir sind ausgeruht. Wir können ja... Nee, obwohl, der scheint ja nicht abzulaufen, oder? Dann hauen wir das hier mal rüber. Bernstein. Okay. Das ebenfalls. Hautfetzen können auch erstmal rüber. So, Stein lagern wir hier drüben. Ah, super, schön. Dann sortieren wir das Ganze hier unten mal. Nehmen wir die Axt auf die 1, so, so. Und reparieren die Axt mal. Zack. Mach mal ruhig 100. Okay, das hätten wir. Also es gilt jetzt auf die Suche zu gehen nach Eisenerz. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie vielleicht was verpasst habe, dass man das irgendwo erkennen könnte. Aber im Tutorial war hier einfach Eisenerz und dann hieß es, da ist Eisenerz.
Aber wir schauen mal. Wir gehen mal hier geradezu durch. Denn ich habe jetzt auch nicht im Speziellen darauf geachtet, wo hier Eisenerz ist oder ob ich irgendwo dran vorbeilaufe, weil ich es bisher nicht gebraucht habe, bis auf das bisschen, was ich da am Anfang bekommen habe. Kann aber natürlich durchaus sein, dass ich hier 100 Mal an irgendwelchen Sachen vorbeigelaufen bin. Aus dem Weg. So, ein paar Metallteile, okay. Hallo Jungs. Ich gehe mal lieber hier lang. Fleisch, auch hier nichts weiter. Und hier kommen wir in den Bereich, in dem ich zum ersten Mal gestorben bin. Genau, okay. Das heißt, die einzige Möglichkeit, jetzt sogar noch an fertige Eisenbarren zu kommen, ist tatsächlich direkt hier, oder nicht? Stoffreste. Eisenerz, hier. Eisenbarren? Oh, sehr schön. Okay, ein bisschen, was haben wir? Wie viel haben wir denn jetzt? 12 Eisenerz, okay. Ja, sehr gut, dann lag ich ja doch nicht ganz falsch. Das nehmen wir auch mal mit. Ja, das jetzt zu restaurieren, also dann laufe ich lieber die 100 Meter zurück zu meiner Base, um da Sachen herzustellen und so, anstatt jetzt 3 Eisenbarren dafür zu verballern. Das wird später vielleicht anders sein. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie das Spiel das am Ende handelt, weil hier gibt es ja überall Lager, die ich nutzen könnte. Ich weiß nicht, ob die später mit anderen Zwergen hier belagert sind oder ob mir die Wahl gelassen wird. Ja, du kannst natürlich auch hier dein Lager aufschlagen. Blicke ich noch nicht so ganz durch, aber das kriegen wir auch noch hin. Aber wichtig ist, dass ich jetzt für... auch wieder nur Kohle. Fürs Zurückbekommen meiner Sachen... wenigstens ein Schwert habe. Hier können wir schon mal alles nehmen. Hautfetzen, einfache Spitzhacke, die ist aber auch schon durch. Die jetzt zu reparieren ist vielleicht auch Quatsch. Was haben wir denn? Wir haben jetzt 4x 34x Eisenerz und 6 Eisenbarren. Damit können wir in jedem Fall ein Schwert bauen. Wenn nicht sogar... was haben wir denn hier? Ein Schild. Denn möglicherweise ist das ja die Lösung für dieses Kampfsystem. Einfach ein Schild haben. Um dann damit besser blocken zu können oder so. Wobei, blocken ist blocken. Also man hält die rechte Maustaste und dann wird alles geblockt, egal was kommt. Also es gibt da keine Unterschiede. Zumindest bisher nicht. Man kann auch alles blocken, aber das Anvisieren ist ein bisschen schwierig, weil der ist so ein bisschen... weiß ich nicht. Fühlt sich nicht ganz so geschmeidig an. So, da wären wir. Das war ja nun wirklich nicht so super weit weg. Da können wir hier mal eben schauen. Was brauchen wir hierfür? Ah, das können wir ebenfalls machen. Okay, machen wir erstmal das Schwert. Das haben wir. Ein Schild. Sehr gut. Im Schmelzofen können wir jetzt Stahlbarren herstellen. Wollen wir das? Ist die Frage. Wollen wir das? 3 Eisenerze, wir haben 30, 34. Ich muss mal eben schauen. Kleinen Moment. Also, das kommt erstmal hier nach oben. Dann würde ich sagen, hauen wir das Ding dahin. Unser Schild so. Nee, so. Genau. Dann haben wir 3 und 4. Angefangen, wähle den richtigen Zeitpunkt, um Ziele ins Taumel zu bringen. Okay. Sehr gut. Ich würde aber fast sagen, wir machen noch ein Schwert. So.
oder? Das macht doch wahrscheinlich am meisten Sinn. Ein bisschen Holz, ein paar davon. Die eine Axt kann weg. Schwarzer Diamant und dafür brauchen wir den Stahlhammer. Was ist das hier? Nichts. So, wir sind hungrig. Ich würde sagen, ach, wir haben kein Fleisch. Esstisch muss abgeräumt werden. Okay, also das würde ich tatsächlich als erstes ändern. Dass dieser große Tisch von vielen verschiedenen Speisen, die ich zubereite, belegt werden kann. Also, so wie ich es jetzt verstehe, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, kann ich nur ein Rezept herstellen. Ach, Mist. Und das kann ich da lagern. Wenn ich jetzt mich entscheiden möchte, okay, da liegt noch ein Braten, ich hätte aber gern gemischte Spieße, dann geht das nicht. Ich muss den erst abräumen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist eine ganz komische Entscheidung irgendwie. Lass mich doch machen, was ich will und hau mir den Tisch voll, oder nicht? Oder hat das irgendeinen anderen Grund? Ja, Elbenholz habe ich eh nicht. Und verbergen? Ach so, ja, okay. Na, ja, das ist ein Übersetzungsfehler. Das ist eine Tierhaut. Das heißt Hide. Und Hide heißt auch verbergen. Okay, alles klar. Was wollt ihr denn von mir? Und wir bauen mal noch ein Schwert. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach Elbenholz und verbergen. Das scheint ja dann möglicherweise... Weil das sind nicht Hautfetzen, oder? Das könnte möglicherweise dieses komische Lama-Tier sein. Oh, ich mach mal die Sounds. Na komm, mach mal. Klappt super. Da haben wir Hautfetzen. Das ist nochmal was anderes. Ja, also das ist so ein Ding mit dem Esstisch und dass ich gebratenes Zeug nicht mitnehmen kann. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht gibt es später andere Rucksäcke, mit denen das möglich ist. Aber jetzt im Moment ergibt sich mir einfach gar nicht, warum eigentlich nicht. Also so ein Stück gebratenes Fleisch sollte doch möglich sein, oder? Aber ich denke, das haben die sich schon ganz bewusst so... einfallen lassen, damit man halt regelmäßig ins Camp zurückkommt oder überall mal so einen Esstisch aufstellt oder was. Keine Ahnung. Aber also... Das mit dem Esstisch ist schon ein bisschen merkwürdig geregelt. So, jetzt muss ich nochmal eben schauen. Das war hier hinten lang. Genau da. Moosbären. Die sind aber eigentlich recht friedlich, die hier, wenn man sie nicht angreift. Ah, das Heldenband, genau. Dann schauen wir mal eben. Also Elbenholz scheint ja irgendwas von diesen Bäumen dort zu sein. Ah, das ist gar nicht so weit weg von meinem Camp. Wobei das hier natürlich ein bisschen schöner wäre, ne? Hier haben wir auch schon einen Großteil von dem Zeug da. Noch ein bisschen Zeug. Hier haben wir Holzstücke. Okay. Naja, vielleicht doch nicht. Nee. Aber ich kann ja auch alles einfach so bauen. So, nochmal, Leute. Können wir mal eben schauen, ob wir hier Elbenholz finden. Das einfach von diesen Bäumen kommt. Kohlkopf. Fleischeintopf. Yes, sehr schön. Inventar voll. Welche Überraschung.
das Elbenholz. Ein paar Kohlköpfe. Wie viel haben wir denn jetzt? Dreimal Elbenholz haben wir erst. Und dann müssen wir hier mal ein anderes Tier finden. Ach nee, das ist insgesamt jetzt. Ja, wir haben 9. Okay, das passt. Ich denke, die Steine können wir erstmal droppen. Ich wäre eigentlich ganz happy, wenn wir nochmal so ein Lama finden würden, denn ich glaube, die sind die Lösung. Ah, hier oben haben wir vielleicht Eisen. Oder? Was haben wir da für ein Vieh? Ich komme mit dem Schwert nicht gegen den an, ne? Das ist ja sehr merkwürdig. Sollen wir mal die Axt probieren? Was ist denn jetzt? Ich schwebe. Ja, noch kein Unterschied. Das ist ja äußerst merkwürdig. Oh, das buggt ganz komisch. Ich bin so ein bisschen an den festgeklebt zwischendurch. Gib ihm. Oh, ist das furchtbar. Kampf des Jahrhunderts. Das war die Inspiration für The Revenant. Oh, jetzt gib ihm doch einfach. Ach, da haben wir es verbergen. Da. Ja gut, ideal ist anders, aber was willst du jetzt machen? Okay, was haben wir hier? Elberets Segen. Inventar voll. Warte mal, ich hätte den Segen ganz gern. Das Elbenholz brauchen wir dringend. Die Hautfetzen können vielleicht weg, oder? Oder Holzstücke können wahrscheinlich auch weg. Gib mal her. Was ist das denn? Ein mysteriöser elbischer Segen. Die Rezepte bestimmter Biere, Gerichte und Rationen sind nur mit seiner Hilfe zu verwirklichen. Okay, cool. Vieh in der Finsternis. Ich denke, hier hat die Finsternis keine Chance. Ist das nicht so? So, ich wollte mal eben schauen. Kann ich denn hier nachschauen, was ich brauche, um die Stahlspitzhacke herzustellen? Oder hätte ich mir das merken müssen? Um aus Eisen und Kohle Stahl zu schmieden, aber das können wir machen. Also das ist... Wir gehen jetzt mal zurück. Wir gehen jetzt mal zurück und
schauen, dass wir Stahl zubereiten können. Weil das da in der Beschreibung heißt, das muss heiß genug sein, um Stahl herstellen zu können. Aber ich habe die Option an meinem, in meinem Ofen, in meiner Schmiede, also weiß ich nicht so genau. Der Bärenkampf, den werde ich nie vergessen. So, mach mal eben an hier. So. Ach nee, warte mal, das ist der falsche Weg. Nee, hier lang muss ich. Oder? Hey, das ist hier doch falsch. Warte mal. Da ging das durch. Da hinten ist es. Ach, come on, ey. Bloß nicht in die Finsternis. Kommt mal zum Licht, bitte. Down. So. Das hätten wir. Haben wir die Fackel wieder. Und es geht zurück. Hä? War das überhaupt nicht hier? Oh, Leute, ey, das kann ja noch ein Spaß werden. Vielleicht irre ich mich und muss doch hier lang. Ja, das sieht gut aus. Blaues Licht führt mich ans Ziel. So, wir haben eine Statue gefunden. Statuette, Entschuldigung. Hier? Doch nicht? Was haben wir denn hier gefunden? Ah, ist eine andere, okay. Sorry, wollte ihre Collection nicht durcheinander bringen. So nämlich. Jetzt schauen wir hier nochmal eben rein. Also für die Stahlspitzhacke brauchen wir 3 Stahlbarren. Alles andere haben wir. Zack, Stahlbarren. 1, 2, 3. Das passiert. An der Feuerstelle können wir jetzt erstmal... Ach, sogar dafür muss das jetzt abgeräumt werden. Okay, das ist ein bisschen komisch. Das zu reparieren, brauchen wir auch nur Metallteile. Sehr gut. Kommen da schon wieder die nächsten? Ja, der guckt da unten rum. Wir ruhen uns mal aus. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt schon fertig ist, die Stahlbarren, oder ob das immer noch... Sieht aber gut aus eigentlich. Ja. Ja, super. Stahlspitzhacke herstellen.
So, da haben wir sie auf der 7 und dann würde ich sagen, machen wir genau hier einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal. Und dann kehren wir zurück, schlachten alle Orks und Goblins ab und dann sehen wir mal, was sich hinter dieser Mauer befindet. Bis dahin. Ciao.